dein Segen für Isabella und Matthias Eichhorn. Und nach deinem Wort, das ihnen helfen kann, in Liebe verbunden zu bleiben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und wir hören, was in der Bibel über die Linie gesagt wird. Wir hören dazu die Stille aus dem ersten Korintherbrief. Und Frau Schumann hat mir eine wunderschöne Übersetzung zugeschickt, die gemacht wurde für den evangelischen Kirchentag. Wenn ich in allen Sprachen rede, der Menschen oder sogar der Engel, aber ohne Liebe bin, dann bin ich ein schepperndes Blech und eine gellende Zimbel. Auch wenn ich die Gabe der Prophetie habe, um alles und alles Verborgene weiß und alle Erkenntnis besitze, und wenn ich so viel Gottvertrauen habe, dass ich Berge versetze, aber ohne Liebe bin, dann bin ich eigentlich. Selbst wenn ich alles, was ich habe, spende, wenn ich Leib und Leben riskieren und damit berühmt werde, aber ohne Liebe bin, dann nütze ich niemanden. Die Liebe hat Geduld. Gütig ist die Liebe, nicht eifersüchtig, sie prahlt nicht, lädt sich nicht auf. Sie ist nicht respektlos. Sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht provozieren, dreht nichts nach. Sie hat keine Freude am Unrecht, sondern keine Freude an der Wahrhaftigkeit. Alles trägt sie, in allem vertraut sie, gibt die Hoffnung nie auf, sie hält allen stand. Die Liebe geht niemals zugrunde, anders die Gabe der Prophetie, sie werden verschwinden. Die Sprache, sie werden aufhören. Die Erkenntnis, sie wird verschwinden. Denn Stück für Stück nur erkennen wir, nur stückweise, nur prophezeien wir. Wenn wir aber das vollkommene Ganze da ist, dann wird das Gestückel verschwunden sein. Als ich ein kleines Kind war, sprach ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Erwachsen geworden, hatte ich das Kindliche abgelegt. Wir sehen jetzt noch ein rätselhaftes Spiegelbild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Doch erkenne ich stückweise, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich schon erkannt bin. So bleiben Gottvertrauen, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte von ihnen ist die Liebe. Thank you.
Gerade auch der Alltagstest
Finale, sondern macht ihr schließlich auch eine große Herausforderung für eure Beziehung. Es ist hart für euch, für Monate, insgesamt 2 Jahre auf 2 verschiedenen Kontinenten zu wohnen und zu arbeiten. Euch nicht so wie sonst zu sehen, nicht miteinander einfach ganz normal reden zu können und euch nicht in die Arme legen zu können. Aber das ist eben auch einer der Werte, die ihr beide wichtig findet, dass ihr euch eben gegenseitig freiräumen lasst, dass ihr keine Opfer von euch gegenseitig verlangt, die eure Entwicklung ernsthaft behindern würden und den anderen oder die andere klein machen würden. Wie freut ihr euch beide über Isabels Opernanstellung in Mexiko, ihre zweite Heimat, auch wenn es für Matthias noch nicht ganz die zweite Heimat ist, wenn wir dich in 40 Grad schaffen und die spanische Sprache noch gewöhnungsbedürftig sind und dieses Land und die Leute dort nicht noch ein Rätsel. Trotz der großen Mexiko für Anfänger, bei deinem verständnisvollen geduldigen Schwiegervater. Ich könnte den beiden gesagt, manchmal auch solche Kurse für Deutschland brauchen. Ihr freut euch beide über Isabels Opernanstellung in Mexiko, ihrer zweiten Heimat, wo sie ja immer schon viele Kontakte hatte, Nachbarn und Freunde. Ihr freut euch auch darüber, auch wenn ihr zugleich unter der räumlichen Trennung leidet und euch ein wenig vor der Zeit des Weihnachtens fürchtet, die noch als Trennungszeit vor euch liegt. Aber ihr werdet das schon schaffen. Ihr habt doch schon die dreifache Zeit hinter euch. Es wird sicher nochmal Besuche geben in diesen Monaten. Und ihr habt so viel, was euch auch über den großen Teich verbindet. Besonders die Musik, die euch ja immer wieder auf Freude, Energie und Ermutigung schenkt, die zu euch dazugehört, von Kindheit an. Dafür seid ihr euren Eltern so dankbar. Und ich bin denen auch dankbar, wenn ich das Augustiner haben, so viel davon. Schöne Konzerte habe ich den Christfest kommen und ich bin ja wirklich sehr, sehr dankbar für dieses harmonische Miteinander. Wir haben es immer da richtig gut verstanden und ich denke, das merkt man auch in vielen Gottesdiensten. Danke. Ja, Isabel hat genauso so schön gesungen. Gänsehautmomente. Ja, das ist besonders die Musik, die euch verbindet und natürlich eure Liebe. Und dann ist da noch was, nämlich euer Trauspruch, den ihr euch viel sicher ausgesucht habt. Ein wunderbarer Mutmachspruch aus der Bibel, aus dem 2. Timotheusbrief. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es gibt heute jede Menge Gründe, wovor man sich fürchten könnte und müsste. Seltsame Schräglagen der großen Weltpolitik, große soziale Spannungen, die allgegenwärtige Bedrohung durch Terroranschläge, gravierende Umweltprobleme, jeder, der nicht mild und gleichgültig durchs Leben geht, weiß, was ich meine. Man könnte manchmal denken, das Leben ist eine große Geisterbahn. Und wir sitzen drin, ohnmächtig hin und her geschüttelt, gelähmt und verkrampft. Da kann man nichts machen, das ist einer der Standardsätze der Geisterbahnfahrer. Sie machen die Augen zu und ignorieren die ganzen Probleme. Es wird schon schief gehen, bis ihre Art herauskommt. Die Bibel spricht seit alter Zeit bis heute eine andere Sprache. Sie redet von Hoffnung, von Leben, gegen alle Furcht. Jemand hat es mal gezählt, fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht. Dieser Engelssatz steht 365 Mal in der Bibel für jeden neuen Tag. Fürchtet euch. Hoffen jeden Tag bis Weihnachten 2017 für Isabelle und lieber Matthias. Der Geist Gottes ist stärker als alle unsere kleinen Ängste und großen Befürchtungen. Der Geist Gottes ist ein heiliger Gegenwind gegen jede Art der Furcht. Er ermutigt zu frischem Engagement, schenkt Kreativität und Visionen ohne Ende. Unser Gott, mit diesem Geist ersegne euch mit seiner Kraft, die euch auch dann trägt, wenn ihr selbst euch schwach fühlt, wenn ihr Sorge habt, dass euch die Puste ausgehen könnte. Er segne euch mit seiner Liebe, die eins aus euch macht und auch noch ausreicht für die Liebe zum Nächsten, der eure Hilfe braucht. Er segne euch mit reichlich Besonnenheit, die euch auch in Momenten der Ratlosigkeit weiterhilft. So segne euch Gott, nicht nur bis Weihnachten, sondern euer ganzes Leben lang.
Denn Gott hat euch nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Und wir singen jetzt zusammen ein Lied. Sie finden es in den Blättern, in den Hochzeitsheftchen. Dank sei dir Gott mit der Freude. Liebes Brautpaar, ihr seid in dieser euch entscheidenden Stunde des Lebens nicht allein. Ihr seid umgeben von lieben Menschen, die euch nahe stehen. Und ihr dürft die Gewissheit haben, dass ihr mit diesen Menschen und mit allen Christen in der Gemeinschaft im Glauben verbunden seid. Und zugleich sollt ihr wissen, auch dieser Gott, er ist bei euch. Er ist der Gott eures Lebens und der Gott eurer Liebe. Er heiligt eure Liebe und er vereint sie zu einem untrennbaren Lebensbund. Und ich bitte euch zuvor öffentlich zu bekunden, dass ihr zu einer christlichen Ehe entschlossen seid. Matthias, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Frau Isabel den Bund der Ehe zu schließen? Ja.
willst du deine Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres Lebens? Ja. Isabel, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deinem Bräutigam Matthias den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten alle Tage seines Lebens? Ja. Ich frage euch beide, seid ihr beide bereit, die Kinder, die Gott euch schenkt, mit anzunehmen und sie im Geiste Christi zu erziehen? Ja. Seid ihr beide bereit, als christliche Eheleute mit Verantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen? Ja. Ihr seid beide zu einer christlichen Ehe bereit, und bevor ihr den Bund der Ehe schließt, werden die Ringe gesegnet, die ihr dann einander anstecken werdet. Herr und Gott, du bist menschlichen Augen verborgen, aber dennoch in dieser Welt zugegen. Wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, wo Menschen einander lieben. Segne diese Ringe. Segne die Brautleute, die sie als Zeichen ihrer Liebe und Treue tragen werden. Lass ihre Gemeinschaft deiner verborgenen Gegenwart unter uns sichtbar werden. Segne auch alle, die diese Ringe sehen, und erfülle sie mit Respekt vor diesem geheiligten Bund. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vor der Verlegung, glaube ich, ist es hier üblich, dass die Trauerkerze angezündet wird. Und diese brennende Kerze soll für uns alle sichtbar machen, was im Inneren, im Herzen dieser beiden aufleuchtet und brennt. Das Feuer der Liebe, das Licht und das Wärme uns Menschen allen schenkt. Ich darf nun einen Trauzeugen oder Zeugin bitten, die Kerze anzuzünden. So schließt jetzt vor Gott den Bund der Ehe, indem wir das Vermählungswort sprechen, und dann steckt einander den Ring der Treue an. Isabel, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Verspreche dir, die Treue zu halten, in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
dir, vor Angesicht Gottes, nehme ich dich an als meinen Herrn. Ich verspreche dir Treue im guten und im bösen Tag, in Gesundheit und in Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Ich habe dann alles die Hände gereicht, was Gott verbunden hat, wollen wir jetzt bestätigen. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Bund, den ihr geschlossen habt. Euch alle, die ihr hier zugegen seid, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er hat eure Lebenswege zueinander finden lassen. Er gehe auch mit in das neue Land,
von dem ihr hofft, es sei gelobtes Land. Ja, es sei reich an Liebe. Er gebe euch viel Fantasie, eure Wege immer wieder eins werden zu lassen und zu erfahren, was euch glücklich macht. Er gebe euch den Mut aufzubrechen und neu anzufangen, wenn Unfriede die Liebe vertreibt und eure Ehe zu fesseln wird. Dann möge euch Gott versöhnen, hinein in die Weite des Lebens, in den großen Atem seiner Liebe. Er schenkt euch das tägliche Brot, das ihr zum Leben braucht, und den Hunger nach seinem Wort. Er schenke euch Freude, die eure Leben begleiten, sich mit euch freuen und mit euch leiden, damit ihr erfahren könnt, Gott, er geht wirklich mit uns und menschlich ist sein Angesicht. Und wenn ihr müde seid von der Härte der Tage, so lasse er euch neue Kraft finden bei ihm und Geborgenheit beieinander. So mögen Wunden und Kränkungen heilen und Tränen wirken wie Regen für neue Hoffnung. Am Ende eurer Tage lade der Herr euch ein, mit ihm Hochzeit zu feiern in seinem Reich, und dem, der zurückbleiben muss, schenke er neuen Lebenssinn und Trost, bis auch er das Leben in Fülle erreicht, das allen versprochen ist. Das gewähre euch der liebende Gott, der den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und nichts anderes will als euer Glück und euer Heil. Und so segne und behüte euch und eure Liebe der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
dass sie auch in schweren Zeiten und Enttäuschungen zueinander stehen und einander Kraft geben. Begleite und segne sie auf ihrem gemeinsamen Weg und gib ihnen Mut und Kraft, jede Hürde zu meistern. Te rogamos, Señor, que nos adore, durante el día a día, Isabel y Matías, sientan tu cercanía. No permitas que consideren su amor como algo que se da por descontado, sino que lo aprecien como un desafío y un regalo a la vez. Haz que su amor crezca día a día, que también en los tiempos adversos y en las desilusiones se apoyen uno al otro, otorgándose fuerza mutuamente. Acompáñalos y bendícelos en este camino suyo. Concédeles valor y fuerza espiritual para superar cada obstáculo. Te pedimos, Señor. Wir bitten, Herr, für Isabel und Matthias, dass es ihnen gelingt, einander Heimat und Geborgenheit zu schenken, damit auch andere sich bei ihnen wohlfühlen. Umgib sie mit Menschen, die sie lieben, die sie in ihrem Weg bestärken und bei schwierigen Aufgaben und Entscheidungen unterstützen. Te pedimos por Isabel y Matías para que logren encontrar el uno en el otro, en el uno en el otro, patria y amigo, de manera que otros en su presencia se sientan también bien acogidos. Rodéalos de seres que los aman, que los reconforten en su camino matrimonial y los apoyen en las tareas y decisiones difíciles. Te pedimos, Señor. Wir bitten dich, Herr, für die Gesundheit von Matthias, Isabel, ihren zukünftigen Kindern, uns hier Versammelten und unseren Familien. Denn wenn unser Körper und unsere Seele gesund sind, können wir unsere Arbeit und unsere Visionen erfolgreich durchführen. Te pedimos, Señor, por la salud de Matías e Isabel, de sus futuros hijos, de nosotros aquí reunidos y de nuestras familias. Ya que estamos sanos de cuerpo y de alma, podemos llevar a cabo con éxito nuestro trabajo y nuestras misiones. Te pedimos, Señor. Wir bitten dich, Herr, dass wir mit uns selbst im Reinen sind, damit Versöhnung und Frieden in unseren Beziehungen immer präsent sind. Erlaube uns, Gerechtigkeit in unserem Alltag als Weg zum Frieden auszuüben. Te pedimos estar en paz con nosotros mismos, para que la reconciliación y la paz estén presentes en nuestras relaciones humanas. Permítanos cada día ejercer la justicia como un camino hacia la paz. Te pedimos, Señor. Wir bitten dich, Herr, für alle Menschen, die Isabel und Matthias und viele heute anwesende Freunde mutig genug sind, sich der Kunst zu widmen. Denn auch wenn das Leben als Künstler oft schwierig ist, gebe es ohne Kunst viel weniger Trost auf dieser Welt. Te pedimos, Señor, por todos los que como Isabel y Matías y muchos de los aquí presentes se dedican al arte. Porque aun cuando la vida de artista a menudo es muy difícil, sin el arte habría mucho menos consuelo en este mundo. Wir bitten dich, Herr, dass du uns mit Demut schmückst, damit wir unser Reichtum dankbar annehmen, genießen und mit unserem Leben teilen können. Selbst in Momenten, in denen das Leben mehr Glück als Reichtum bringt. Denn wie man in Mexiko sagt, lo bailado nadie nos lo quita. Das schon Getanzte kann uns niemand wegnehmen. Te pedimos, Señor, que nos adornes con humildad para que recibamos nuestra riqueza con agradecimiento, la disfrutemos y la compartamos con nuestros seres queridos, aun en aquellos momentos en los que hay más felicidad que bienestar material. Porque como decimos en México, lo bailado nadie nos lo quita.
Matthias feiern können, weil sie weit weg oder schon nicht mehr unter uns sind. Nimm sie mit hinein in unsere Gemeinschaft und schenke ihnen Segen und Frieden. Recordamos a los que hoy no pueden estar aquí celebrando con Isabel y Matías, porque están muy lejos o porque ya no se encuentran entre nosotros. Acógelos en nuestra comunidad y concédeles tu bendición y tu paz. Wir bitten, Herr, dass du Isabel und Matthias segnest und dass sie zum Segen werden, füreinander